Junge, 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 das ging ja heiß her gestern. Haben Sie es gesehen? Vielleicht im Internet? Die Ratssitzung oder Drama TV. Das war spannender als jeder Krimi. Alles war dabei. Geld, Beschimpfungen, persönliche Fäden. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Jetzt wird's richtig aufregend. Tagesordnungspunkt Nummer 12. Ordnungsbehördliche Verordnung zur Änderung der ordnungsbehördlichen Verordnung für das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen. Oder, wie wir sagen würden, verkaufsoffener Sonntag, ja oder nein? Das City Management möchte am 30. April ein Frühlingsfest feiern, unter anderem hier am Sonnenhausplatz, natürlich mit geöffneten Geschäften. Und genau da ging der Streit los. Denn die Linken sind dagegen, die anderen alle dafür. Und die CDU wirft den Linken vor, welch freudloses und spaßbereites Leben müssten sie bei den Linken führen. Das ließ Torben Schulz von den Linken nicht auf sich sitzen und feuerte zurück. Es muss reichlich traurig sein, wenn sie nur Spaß haben können, wenn sie ihr Geld in Shopping-Malls ausgeben. Wenn mir dann einfach entgegengehalten wird, dass Konsum doch dasjenige ist, was als einziges Spaß macht, dann finde ich das schon sehr schade, vor allen Dingen für jemanden aus einer Partei mit einem C vorne, wo die Kirchen das durchaus anders sehen. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Die Verwaltung hat den Vorgang geprüft, hat den Antrag des City-Managements geprüft. Wir sind sehr froh, weil ich glaube, auch hier geht es darum, dass die Menschen insgesamt eine offene, eine lebensfrohe Stadt auch mal an einem Sonntag erleben sollen. Oder wie Nicole Finger das Ganze kommentierte. Man merkt, wir sind mittendrin im Spaßwahlkampf. Und das Ende vom Lied, am 30. April sind die Geschäfte geöffnet in Mönchengladbach und es gibt ein Frühlingsfest mit einem französischen Markt hier auf dem Sonnenhausplatz. Nächstes Drama, die Tour de France. Schön, dass sie nach Mönchengladbach kommt, aber die kostet auch. Zuerst waren es rund 100.000 für die Stadt und jetzt sollen fast 200.000 noch draufkommen. Und wissen Sie, wie die Grünen das nennen? Die Salamitaktik. Wir wollen auch, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, was kostet uns das eigentlich. Und da können wir besser mit leben, mit einer Beschlussvorlage, wo drin steht, es kostet den Betrag, als eine Salamitaktik, die immer dazu führt, dass sukzessive, wie jetzt in jeder Ratssitzung, Nachschläge verabschieden. 322.000, so viel soll die Stadt für die Tour de France bezahlen. Die Linken kritisieren, das Geld wäre besser aufgehoben, wenn man das in die Radwege stecken würde. Und so viel bekannter würde Mönchengladbach auch nicht werden, wenn die paar Leutchen durch unsere Stadt fahren. Wir wissen, dass eine Stadt um sich werben sollte, da sind wir auch gerne dabei. Aber nicht, wenn 20 Minuten lang irgendwelche Kamerabilder, wo die Stadt gar nicht genau präsentiert wird, wo sich keiner merkt, wer in welcher Stadt das gerade war, das ist nicht nachhaltig. Dennoch, die meisten Parteien sind dafür, das heißt, der Rat hat das Geld für die Tour beschlossen. Und dann der Höhepunkt des Dramas, der Fight um die Flügelnuss. Das hier, das ist keine Flügelnuss, aber hier irgendwo muss sie gestanden haben. Ich weiß auch nicht genau wo, aber fangen wir doch mal von vorne an. Der Rat erteilte den Auftrag, die Kaiser-Friedrich-Halle muss wieder schön zu sehen sein. Das heißt, weg mit diversen Schildern, Bannern und weg mit der Flügelnuss. Hier irgendwo stand sie, die Flügelnuss. Ein herber Schlag fanden auch die Grünen und haben einen neuen Baum gepflanzt. Tja, das geht so aber nicht. Die Stadt holt das Ding wieder aus dem Boden und die Grünen stellen einen Antrag. Rettet die Flügelnuss! Rettet die Flügelnuss! Und stellt sie wieder auf. Ein 45 Minuten langer heißer Höhepunkt der Ratsdebatte. Und so endet's. Antrag abgelehnt. Und wer ein Herz für die fesche Flügelnuss hat, der kann sie hier irgendwo im bunten Garten sehen. Ich schau mal, ob ich sie finden kann. Tschüss!